Ich bin Hammer, wenn du es nicht kennst, dann verpasst du was. Zeig mir eine andere, die den Laden hier alleine rockt. Hab die ersten zwei Wochen in Berlin bei Casey und Eve, meiner Freundin, im Wohnzimmer auf der Matratze gepennt. Casey hat mir auch Paul Nizzer dann vorgestellt und Nizzer ist ja mein Arzt, mit dem bin ich ja von Tag 1 an down und mach mit die Mucke. Und darauf beruht alles, auf Casey the Rookie. Und deswegen habe ich auch dieses Pink Mafia. Er meinte eben, als ich mal so einen Auftritt vor lauter Mädels hatte, meinte er eben, ey, krass, Pink Mafia oder was? Und dachte ich, was für ein geiler Titel, Pink Mafia. Und das hat eben auch gar nichts mit Pink Friday von Nicki Minaj zu tun, sondern dieses Pink Mafia hat mir im Sommer Casey zugeschoben, weil er einfach sagte, du rockst hier so die Mädchen, das ist ja eine eigene Mafia schon, also Pink Mafia. Hip-Hop ist out, scheiß drauf, ich rap auf jeden Beat. Pump die Dinger, mach sie laut, keiner kann mich bangen und nicht das Radio. MTV, spiel mein Video, ich will ins Casino, yo, scheiß auf Kopfkino, ich bin la-la-lang noch nicht fertig. Ich habe mich von allen möglichen Leuten, auch von einem ganz großen Act natürlich, von Rihanna bis Tiny Tampa, bis einem DJ Chucky, der aus Holland kommt. Also ich habe mir aus allem was genommen und das irgendwie zu meinem Sound zusammen kreiert, dass das irgendwie noch zu mir passt. Und für manche von euch bin ich einfach zu professionell. Scheiß auf Ryan Key, die Kette hat ihren eigenen Flow. Am Ende guckst du hier auf meinen Arsch in den Jeans. Wir hatten Videodreh zu Fliegen üben. Wir hatten ungefähr minus 14 Grad. Und ich hatte eine Leggings an und so eine Jacke wie jetzt und habe mir einfach meinen Arsch abgefroren. Ich hoffe, die Bilder werden gut, weil das war schon nah an Folter auf jeden Fall, was wir da hatten. Das finde ich natürlich geil, einfach weil das ganze Ding auf Frauen beruht. So die Videoproduzentin ist eine Frau, ich. Aber Katja Kuhl hat auch schon Bitchfresse gedreht und Fliegen üben sollte so einen ähnlichen Style bekommen wie Bitchfresse. Und deswegen wurde auch sie wieder ausgewählt. Aber ich finde sie einfach auch übertalentiert. Die Locations, die sie sich auswählt. Ich meine, Berlin ist so groß und sie sucht sich da so einen Spalt in irgendeiner Häuserecke aus, wo du denkst, wie kommt sie darauf, wie findet sie das überhaupt? Also die Arbeit, die Vorarbeit, die sie in die Szenen reinsteckt, die ist einfach unglaublich. Ich hab Bars en masse, doch von mir bekommst du keinen Drink. Komm mir nicht mit Nummer geben, wenn, dann gib mir die von deiner Frau. Spaß, ich mach Jokes, aber nicht, wenn es um Rap geht. Ich bin noch nicht fertig, wehe, wenn du reinhaust. Ich reiß mir einen Arm aus, nur um hier zu sein. Hol dir dein Sinn. Ich glaube, es gibt gar keinen größeren Druck, weil ich mir wirklich einbilde, dass wenn ich es nicht schaffe, dass es nie eine schaffen wird. Weil ich habe da so viel Zeit und so viel Liebe rein und so viel Kraft und ich habe so oft leiden müssen, was ich tagelang nicht zu essen hatte und so stolz war als Mädchen überhaupt irgendjemand zu sagen, dass ich nichts zu essen habe. So. Was ich mir alles gegeben habe, um hierher zu kommen. 3 Jahre bei Agro, nie ein Album gedroppt, so, das ist alles, das ist so hart gewesen. Und wenn ich das nicht schaffe, ich werde auch nicht aufgeben, wenn ich mit 60 noch ein Album droppe, aber ich glaube, dass sonst keiner hinter mir irgendwie noch eine Chance hat. Und wenn ich es schaffe, dann kommt vielleicht in 3, 4 Jahren wieder eine und dann wieder eine und dann vielleicht auch mal 5 auf einmal. Es gab es ja früher auch in Amerika, 5, 6, 7, 8 Ladies. Wen gab es denn alles? Queen Pen gab es, Missy Elliott, Lil' Kim, Foxy Brown, Rod Digger, Shauna. Es gab so viele Rapperinnen, MC Light, Queen Latifah, so, das kann es ja auch hier in Deutschland geben, da habe ich auch nichts dagegen. Es gibt ja auch viele Rapperinnen, aber irgendwie momentan bin ich eben die am meisten gepusht wird und ja, da ist schon großer Druck da.